Hallo, mein lieber Löwe, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Löwe. Lieber Löwe, heute schauen wir uns die Karten an für den Rest des Monats. Das heißt, das wird eine Mitte-Mai-Legung sein, die wir heute machen. Wir legen mal die Hauptenergie, also das Hauptthema, was noch kommen könnte, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Verborgenen und ist dir nicht bewusst. Lieber Löwe, bitte behalte in Erinnerung, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, es kann nicht für alle zutreffen und das ist auch völlig in Ordnung. Es kann sein, dass nur eine Botschaft für dich ist, vielleicht auch mehrere. Wichtig ist einfach, dass du das annimmst, was zu dir gehört. Das heißt, hör auf deine innere Stimme, dann weißt du, was du hören musst und was eben nicht. Lieber Löwe, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du unten in der Infobox. Dort findest du auch meinen zweiten YouTube-Account, Vika Stern Spirit Talk. Das ist mein Podcast über Spiritualität. Wenn du magst, darfst du gerne mal reinhören und mir auch da folgen, falls du dich natürlich für Spiritualität interessierst. Ja, lieber Löwe, dann fangen wir doch an. Was musst du wissen, Löwe? Was musst du wissen, Löwe? Was musst du wissen? Lebendigkeit. Schön. Du fühlst dich bereit, wach und angekommen. Raus aus der Stagnation, hinein ins Leben. Vielleicht auch hinein ins Abenteuer. Vielleicht hat eine Begegnung oder auch eine Situation ein bisschen das Feuer in dir geweckt, lieber Löwe. Aber schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist dein Hauptthema? Was ist dein Hauptthema? Federkelch, ja, eine Chance kommt hier auf dich zu. Vielleicht auch eine Person. Und vielleicht stimmt dich auch diese Chance oder diese Person so ein bisschen feurig, glücklich, so ein bisschen kribbelig, nehme ich wahr. Vielleicht bekommst du hier endlich eine Antwort, auf die du gewartet hast, oder eine Chance. Justice, Thema vielleicht auch Trennungen, vielleicht bekommst du auch einen Bescheid vom Gericht. Natürlich jetzt nicht alle. Thema Balance und Entscheidungen. Könnte auch die Kündigung sein, die du einreichen möchtest. Und du hast vielleicht auf irgendetwas gewartet, auf eine neue Anstellung oder auf einen Bescheid. Ja, irgendein Wunsch geht in Erfüllung. Du bist bereit für den nächsten Schritt, nehme ich wahr. Für irgendeinen Schritt bist du bereit, Ende Monat. Schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch, Löwe? Acht der Stäbe, eben diese Nachricht. Ich habe auch das Gefühl, diese Nachricht, ich nehme einfach war Symbol für Freiheit, damit du diese Abhängigkeiten los wirst. Nehmen wir nicht. Was musst du sonst noch wissen, Löwe? Ritter der Schwerter, drei der Münzen, Treffen und Gespräche, vielleicht auch Verhandlungen, Vorstellungsgespräche, Verhandlungen, vielleicht sogar, wenn du Single bist, ein Date, was sehr interessant sein wird und dich so ein bisschen beflügelt. Weil hier kommen Nachrichten, die etwas in Gang setzen, vorwärts bringen. Könnte Thema Beruf sein, weil Steinbock-Energie. Und eben auch Thema Unabhängigkeit, vielleicht auch Selbstständigkeit. Tiefe Leidenschaft nehme ich hier auch wahr. Muss einfach ein bisschen Acht geben, dass die Leidenschaft nicht in Verbissenheit kippt. Und auch nicht in Besessenheit. Warum auch der Stäbe? Löwe.
Hier bekommst du irgendeinen Bescheid bezüglich eines Ballastes, das heißt, irgendein Problem, was gelöst werden muss, bekommst du jetzt Bescheid und du weißt, dass es jetzt gelöst werden kann. Kann auch ein Zeichen sein oder ein innerer Impuls, muss nicht unbedingt eine richtige Nachricht sein, also eine physische, wie man sie kennt. Ja, Entscheidung. Du bist dir sicher, das ist dein Weg. Irgendetwas bist du dir sicher. Warum der Teufel? Oh ja, du arbeitest dran. Du bist all in. All in. Könnte mit einem Wasserzeichen sein oder mit einem Steinbock. Unabhängig, Erfolg. Du möchtest für dein Geld wirklich hart arbeiten. Du möchtest einfach erfolgreich sein, bei dir ankommen. Du fühlst dich gut. Auch wenn du Single bist, sehe ich hier sehr gute Karten, positive Karten. Ritter der Schwerter, hier passiert etwas, hier kommen Entscheidungen, hier könntest du dich vielleicht von gewissen Dingen trennen. Könnte sein, dass du dich von einem Herrscher trennst, Luftzeichen muss aber nicht sein, wieder Luftzeichen, Stier, das nehme ich wahr. Und dass hier eine Entscheidung kommt. Es kann auch sein, dass eine Person auf dich zukommt und dir eine Entscheidung mitteilt. Jemand, der sehr kopflastig ist. Falls du Single bist, könnte hier dein Gegenstück kommen, weil du siehst der Herrscher und die Herrscherin. Power Couple. Irgendeine Entscheidung bezüglich eines Ziels wird mitgeteilt. Die Frage ist, geht man das gemeinsam an oder jede Person auf seine Art und Weise. Hier ist ein Match. Irgendetwas kommt plötzlich und schnell. Schauen wir mal weiter, lieber Löwe. Was kommt sonst noch? Königin der Stäbe, Schaffenskraft, zwei der Münzen und der Wagen. Also es geht sicher um das Thema Ziele verfolgen. Hat man das gleiche Ziel oder eben nicht? Von was muss ich mich lösen, damit ich eben mein Ziel erreichen kann? Was tut mir nicht gut? Jungfrau-Energie. Große Schaffenskraft, große Leidenschaft hier, ganz, ganz groß. Irgendetwas kommt in Gang. Du sprudelst vor Energie. Ich weiß einfach nicht, ob dein Gegenüber mithalten kann, wenn du so energetisch bist. Große Kreativitätskraft. Du ziehst auch Menschen an. Musst einfach Acht geben, dass du dir nicht zu viel vornimmst, weil zwei der Münzen, man sieht hier schon, dass ein bisschen das Schwanken, alles auf einmal, Multitasking. Vielleicht kommen auch mehrere Personen auf dich zu, die Interesse haben. Ich sehe hier auch, dass du eine Reise planst oder könnte auch ein Umzug sein. Einfach das Thema vorwärts. Also ich habe das Gefühl, du gehst nicht Stück für Stück vorwärts, du rennst nach vorne. Irgendwie, du rennst richtig drauf los. Du hast so richtig Energie und Kraft. Also Ende des Monats hast du so viel Kraft. Warum? Irgendetwas hast du entdeckt und es gibt dir so einen Motivationsschub. Und ich glaube, mit dieser Energie kannst du auch alles erreichen. Familie, Liebe, Weiterbildung. Also wird ein energetischer Monat, musst einfach ja, raus aus der Stagnation, gerade raus. Du musst einfach schauen, Gesundheit, hä? Denk auch da an deinen Körper, der braucht auch mal Pause. Unbedingt, ja, große, also du machst Nägel mit Köpfen, unglaublich. Nägel mit Köpfen, da wird, auch wenn du Single bist, vielleicht so Dating-Marathon, nehme ich wahr. Oder wenn du etwas am Aufbauen bist oder bei der Arbeit, du gehst all in. All in. Und es lohnt sich. Ich mache mir nur ein bisschen körperlich, gesundheitstechnisch etwas Sorgen. Also gönn dir auch mal eine Pause für deinen Körper. Einfach um Energie zu tanken, lieber Löwe. Vergiss das einfach nicht. Unbedingt, da darfst du wirklich nicht unterschätzen.
Weil manchmal kann es sein, dass unser Geist richtig wach ist, aber unser Körper schreit nach Pause. Weil, und auch wenn du einen Partner hast, schau auch, dass der auch ein bisschen nachkommt. Du rennst richtig auf ein Ziel los. Also brutal. Also es könnte auch sein, dass du mehrere Projekte Ende Mai angehst. Du machst richtig Nägel mit Köpfen. Du redest nicht nur davon, du handelst auch. Was ist denn der Rat der Karten, Löwe? Ja. Schließe das Toxische ab und komm in die Transformation. Feiere auch Erfolge. Schließe auch das. Das Dritte ist zu viel. Irgendetwas ist zu viel, das darfst du jetzt loslassen. Fokus auf das, was dich bereichert. Oder auf, auch wenn du jetzt mehrere Menschen kennenlernst, Fokus wirklich auf das, was dich glücklich macht. Nicht Altlasten mitschleppen, sage ich jetzt mal, sondern komm zu einem Abschluss und lass Transformation zu. Lass dich auch feiern, unbedingt. Was liegt denn im Schatten, Löwe? Was liegt im Schatten? Der Hierophant. Der Eremit, Seelenreise. Deine Seelenreise hat eigentlich schon begonnen. Vielleicht ist es dir nicht ganz klar, aber du befindest dich mittendrin, lieber Löwe. Ich sehe hier eine Seelenreise. Du erkundest dich selbst, was möchtest du? Was heißt Liebe? Was heißt Passion? Ich sehe hier auch, dass etwas längerfristiges auf dich zukommen könnte. Könnte eine Beziehung sein, falls du Single bist. Oder die nächste Ebene von der Beziehung. Es kann auch eine tiefe Lehre sein. Das heißt, dass du etwas Neues lernst, was länger andauern wird. Vielleicht ein neues Projekt, eine neue Passion. Das ist dir aber noch nicht so klar, dass hier etwas kommt, was ein bisschen länger dauert, was zu deiner Reise auch gehört. Es gehört zu deiner Reise dazu, habe ich das Gefühl, ganz stark auf deinem Weg dazu. Ganz wichtig, auch wenn du nach vorne rennst, vergiss nicht, nicht Dinge zu überspringen. Wirklich den Fokus, etwas zu behalten und Dinge wirklich nicht zu vergessen. Nicht beim Dach anfangen aufzubauen, sondern wirklich von Fundament nach oben. Ich nehme nochmals einen Rat. Was ist der Rat? Ja, es wird sich nämlich auch Stück für Stück offenbaren, dein Weg. Du bekommst Stück für Stück Klarheit, die Sonne und der Mond. Vielleicht noch nicht vollständig am Anfang, aber je näher du an dein Ziel kommst oder je mehr du diesen Weg gehst, desto klarer wird er. Du musst einfach vielleicht ein bisschen, nur ein Spürchen Rücksicht nehmen auf deine Mitmenschen. Also du darfst schon mit deinem Tempo, zügiges Tempo vorwärts gehen, aber nicht, dass Menschen, die dir wichtig sind, auf der Strecke bleiben. Das will ich damit sagen. Pause machen und ja, auf dein Tempo achten. Stück für Stück. Und Fokus. Ja, mein lieber Löwe, danke dir vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.